Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Gray und heute werden wir was richtig krasses machen. Und zwar, wir werden eine Spiegelreflexkamera bei Wish bestellen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Wish erklären muss, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Wish ist sowas ähnliches wie Amazon, wo man halt größtenteils aus dem asiatischen Raum Sachen bestellen kann, die sehr, sehr günstig sind. Meine Freundin hat letztens eine Nähmaschine bestellt für 30 Euro. Die gleiche hätte bei Amazon 90 Euro gekostet, das war wirklich genau die gleiche. Und die Nähmaschine hat uns echt alle überrascht und seitdem ist sie nur am Nähen, macht irgendwelche Kleidungsstücke und das sogar sehr, sehr gut. Und da dachte ich mir, okay, schauen wir einfach mal bei Wish nach einer echten Spiegelreflexkamera. Und ich muss euch sagen, für 26 Euro habe ich wirklich eine gefunden. Was die Kamera verspricht und wie gut die Video- und Bildqualität ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Viel Spaß! Das ist die App Wish, so sieht die aus und ja, es sieht eigentlich so ähnlich aus wie eBay oder wie Amazon. Und hier oben ist so ein Suchfeld und da geben wir jetzt einfach mal ein DSLR-Kamera, hier steht es schon drin. Und dann gucken wir einfach mal, was Wish uns da so präsentiert. Und da sieht man hier oben schon für 26 Euro, da ist schon eine Kamera, dann hier eine für 23 Euro, geht sogar noch günstiger. Meine Güte, das ist krass. Die Spiegelreflexkamera, die ich bestellt habe, ist genau die hier oben. Hier steht schon da. Es ist eine DSLR und das ist schon mega krass, das als DSLR zu bezeichnen. Ja, die Kamera hat 16 Megapixel, kann angeblich in 1680p aufnehmen, also in Full HD, hat einen 16-fach Zoom, hier sogar mit IS, also mit integrierter Bildstabilisierung. Sieht auf den ersten Blick für einen Laien, würde ich schon sagen, wie eine echte Spiegelreflexkamera aus. Aber wer ein bisschen Ahnung hat, wird gleich sehen, das ist keine richtige, echte Spiegelreflexkamera. Vor allem hier 24 Megapixel und hier unten steht 16 Megapixel. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie gut die Kamera wirklich ist. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Und wir werden jetzt einfach mal reinschauen. Und da ist das gute Stück, eine echte, angeblich echte Spiegelreflexkamera. Naja, für 26 Euro. Der Karton sieht schon so aus, als hätte man den rumhergeschmissen. Und das sieht aus wirklich wie das allerbilligste Produkt, was man so kaufen kann. Und man hört es schon, das liegt alles nur so lose drin. Echt Wahnsinn. Also hier vorne steht nochmal drauf, 16 Megapixel, 720p. Und was mir jetzt auch wieder auffällt, ist hier die Fotoauflösung. Jetzt steht hier auf einmal 12 Megapixel. Und hier vorne steht noch was von 16 Megapixel. In der Beschreibung stand noch ab und zu mal 24 Megapixel. Also irgendwie ganz einig sind die sicher nicht. Ich würde sagen, wir machen den Karton jetzt mal auf und gucken einfach mal rein. Ach du meine Güte. Wie leicht ist die Kamera? Die Kamera wiegt gefühlt 100 Gramm, würde ich sagen. Ach du meine Güte. Die wirkt richtig, richtig billig. Also wenn man die jetzt irgendwo so hinstellen würde, so in die Vitrine, könnte man denken, ja, das ist eine Spiegelreflexkamera. Aber wenn man die einmal in der Hand hat, dann merkt man schnell, das ist wirklich das Billigste, was man eigentlich so produzieren kann. Allein schon das hier, das ist eigentlich bei normalen Spiegelreflexkameras gummiert. Aber das ist einfach nur Plaster. Einfach nur billigstes Plaster. Das ist das Objektiv. So sieht's aus. Ach du meine Güte. Wirkt mega billig. Hier ist noch eine kleine Klappe. Hier kann man dann die SD-Karte reinstecken. Mikrofon oder Audio. Hier kann man die mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Höchstwahrscheinlich. Oh, der Blitz. Echt gespannt auf die Videoqualität. Sind Batterien dabei? Leider nicht. Sehr schade. Also muss ich mir jetzt mal noch Batterien besorgen. Und dann werden wir die Kamera einfach mal anwerfen. So, wir haben hier ein paar Endeloops. Und ich würde fast schon sagen, die Batterien sind teurer als die Kamera selber. Das sieht ultra schlecht aus. Und ganz viele Lensflares vor allem. Richtig viele Lensflares. Das sieht nicht gut aus. Also das ist ein weißer Tisch, ne? Und ich habe das Gefühl, dass das Display irgendeinen so einen lila Stich hat. Und ich glaube nicht, dass es... Nee, es ist auf jeden Fall... Ach du, was? Ist es jetzt grün? Es ist grün! Das Display ist einfach nur mega grün. Und ich weiß nicht warum. Weil der Tisch ist weiß. Ich glaube, für 26 Euro würde ich lieber eine gebrauchte Kamera bei eBay kaufen. Vielleicht eine Casio Exilim oder irgendeine alte Canon.
die sind alle um Längen besser als diese Kamera hier. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal ein Testfoto. Ich werde danach auch noch mal rausgehen und da mal ein paar Bilder machen. Naja, auf den ersten Anblick sieht das Foto jetzt gar nicht mal so schlecht hier aus. Aber hier sieht man jetzt schon die Lensflares. Hier einmal, da einmal, dort einmal. Und wie kann man jetzt eigentlich ranzoomen? Ah, hier oben. Okay, also ich kann in das Bild nicht direkt reinzoomen. Naja, gehen wir einfach mal raus und testen einfach mal die Qualität draußen. Irgendwas ist gerade passiert, was ich jetzt nicht glauben wollte. Also, ich habe die Kamera jetzt nochmal extra hier vorgeholt zu meinem Schreibtisch, um einfach das Ganze nochmal festzuhalten. Ich werde jetzt diese Speicherkarte in das Kartenlesegerät reinstecken und dann gucken wir einfach nochmal, was passiert. Das Witzige ist ja schon mal, wenn ich die SD-Karte jetzt hier aufrufe, dann sehe ich schon bei der Detailansicht, dass einige Bilder nur 13 Kilobyte groß sind. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Und es sind sogar gefühlt 20 Bilder, die genau 13 KB groß sind. Und da sagt mir schon mein eigenes Gefühl, dass die wahrscheinlich nicht aufgehen. Und jetzt versuche ich einfach mal das zu öffnen. Und auf dem zweiten Bildschirm sehe ich einfach nur alles schwarz. Da passiert gerade gar nichts. Selbst der Rechner kommt damit gerade überhaupt nicht klar. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ich schließe das jetzt hier einfach mal. Dann gucke ich einfach mal in die Miniaturansicht rein. Und dann sehe ich schon, dass die ersten Bilder gar nicht angezeigt werden. Und die letzten Bilder sind dann glücklicherweise dann doch irgendwie was geworden. Ist natürlich schade, weil ich jetzt die ersten Bilder nicht angucken kann. Wir gucken uns jetzt mal das allererste Bild an, was ich hier im Raum gemacht habe. Das ist tatsächlich was geworden. Hat er auch abgespeichert und das kann man sich jetzt wahrscheinlich auch angucken. So stelle ich mir das vor, wenn man das Bild mit einer Kartoffel fotografiert. Genau so stelle ich mir das vor. Das Einzige, was hier scharf ist, ist die Schrift, die unten reingebrannt wurde in das Bild. Es ist ja absoluter Mist, was ich hier sehe. Es hat ja schon fast was Künstlerisches, wenn ich mir das so angucke. Das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass die Bilder draußen besser geworden sind. Das Witzige ist, ich habe 16 Megapixel eingestellt, aber das Programm zeigt mir an, dass es nur 1280 x 960 Pixel sind. Also das ist weit unter 16 Millionen Pixel. Boah, ist das schlecht. Das ist ja mega schlecht. Da ist ja überhaupt nichts scharf. Das Einzige, was ich jetzt so gut heißen möchte, ist der, naja, der Dynamikumfang. Das ist okay. Es ist jetzt nicht was übelst Schwarzes dabei. Es ist jetzt auch nicht übelst was Ausgebranntes dabei. Das ist völlig okay. Aber das Bild ist halt trotzdem für den Arsch, weil es total unscharf ist und die Auflösung mit 1280x960 auch viel zu gering ist. Und es sieht mir auch so aus, als wäre hier irgendein Filter drauf. So ein Kunstfilter, was das alles so ein bisschen aussieht wie Aquarell. Absolut nicht zu gebrauchen. Das ist nicht mal 26 Euro wert. Denn jedes Handy, was man gebraucht kauft für 26 Euro, macht bessere Bilder. Also sowas Schlechtes habe ich doch in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Selbst meine allererste Kamera, ich glaube, die hat bessere Bilder gemacht als das hier. Ich habe auch mal versucht, so eine Art Pokey hinzukriegen, was natürlich absolut nicht möglich ist. Das konnte ich mir vorher schon denken, aber naja, man sieht es ja auf dem Bild. Selbst das, was eigentlich scharf sein sollte, ist unscharf und der Hintergrund ist nochmals unschärfer. Ich sehe absolut keinen Schärfepunkt. Nirgendwo. Wollen wir uns mal die Videos angucken? Ich schließe mal jetzt die Bilder. Ich hoffe mal, dass daraus wirklich Videos geworden sind, weil wenn ich mir das jetzt hier alles angucke, bin ich einfach nur sprachlos. Okay, starten wir das erste Video. Setzt euch hin, haltet euch fest. Jetzt geht's los. Wow, es geht! Es geht! Krass, es geht! Ich habe sogar das Gefühl, dass die Videoaufnahmen sogar leicht besser sind. Von der Auflösung her. Also nichtsdestotrotz ist das Videomaterial einfach nur mega schlecht. Ich gehe jetzt mal auf Eigenschaften und dann gucke ich mir mal die Auflösung genauer an. Es ist... Okay, also die Kamera hat mir angezeigt, dass ich mit 1080p aufnehme.
Aber Windows zeigt mir an, dass es dann letztendlich doch nur 720p sind oder sowas ähnliches. Nimmt mit 30 Bildern in der Sekunde auf und mit einer Audio-Bitrate von 256 Kilobit in Mono. Ja, also auch kein Full HD, so wie es eigentlich beworben wurde. Gucken wir uns mal noch die anderen Videos an. Es sieht ja fast so aus, als hätte man das mit einem alten VHS-Rekorder oder mit so einem alten Videoapparat aufgenommen. Eieiei. Ah, da kommen wieder die Lensflares rein. Manchmal sieht das ja cool aus, aber nicht, wenn das in jedem zweiten Bild oder Videomaterial drin ist. Das Bild wackelt auch extremst. Also mir fehlen die Worte. Ich find's lustig. Es ist ein cooler Fun-Artikel. Wenn ihr jemanden beschenken wollt, der sich eine Spiegelreflexkamera wünscht, dann auf jeden Fall dieses Produkt kaufen. Auf jeden Fall. Mega lustig. Also der Lacher ist auf jeden Fall auf eurer Seite. Ich halte sie nochmal hoch. Hier ist sie, das gute Stück. Ich glaube, sie hat noch nicht mal einen richtigen Namen. SLR Video Lens Kamera irgendwas. Ich weiß es nicht. Hier steht auch nochmal drauf, 16 Megapixel, aber das haut auf jeden Fall nicht hin, leider. Den digitalen Zoom habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber bei effektiven 1 Megapixel bei einem Bild und da noch ranzoomen, das digital, da fehlen mir echt die Worte. Ich kann euch gerne mal die Kamera in die Videobeschreibung reinsetzen, auch wenn die nicht wirklich jemand kaufen möchte, kann ich mir nicht vorstellen. Was sagt ihr zu der Kamera? Habt ihr auch schon mal eine Kamera bei Wish bestellt oder irgendwas anderes, wo ihr am Ende sehr enttäuscht wart? Dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, wenn ich mal was anderes bestellen soll, dann schreibt es mir einfach unten mal in die Kommentare. Und das war's hiermit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.